Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Grim Fandango, in der wir jetzt mal schauen, ob wir hier weiterkommen müssen. In der letzten Folge ist Ich ja könnte der. es tun. Ich könnte jetzt ohne weiteres aus dieser Welt verschwinden. Aber es geht nicht. Ich kann nicht. Ich habe versprochen, diese Leute zu retten. Ich kann nicht einfach ohne sie gehen. Okay. Dann gucken wir nochmal, wo man die Guten finden. Müsste hier nicht der Warteraum irgendwo sein? Wo sitzen die denn dann? Da hinten? Super, da kommen wir ja gar nicht dann hin. Ja. Nun, es ist ja nicht so, dass ich Angst hätte, aber es muss doch einen anderen Weg in die Bahnstation geben. Und ich gehe bestimmt nicht zu Fuß nach El Maro zurück. Ja. Da kommen wir nicht rein. Hier ist nichts. Okay. Müssen wir also wirklich irgendwie anders reinkommen? Schauen wir mal hier so runter. Kürzlich besuchte mich ein Vogel mit einem menschlichen Kopf. Kennst du einen solchen Vogel, Manuel Calavera? Nein. Woher wissen Sie meinen? Er kannte dich. Und für dich hinterließ er diese Nachricht. Was ist das ich denn? Ich weiß, was du vorhast. Ich beobachte dich. Warte auf mich. Ich komme, um dich persönlich zu ersprießen. Mit freundlichen Grüßen, dein Hector Lemont. Ich hole. Na toll. Ja. Glottis! Höret den Namen des Großen! Glottis! Was ist los? Seit wie vielen Tagen ist dieser gar prächtige Dämon nicht mehr gefahren? Naja, wir gehen jetzt schon seit einigen Monaten zu Fuß. Monate? Monate? Oh, dann wird der Großartige gewiss sterben. Aber... Okay. Was ist los mit ihm? Weißt du denn nicht um das einzige Verlangen dieses Elementargeistes aus dem Reich der Toten? Doch, aber wir sind schon seit so langer Zeit nicht mehr in der Nähe von Autos und Straßen gewesen. Warum? Warum ist er überhaupt von zu Hause weggegangen? Er wurde meinetwegen gefeuert und ich, brauchte einen Fahrer. Oh, Glottis, was habe ich dir nur angetan? Na super. Könnt ihr ihn retten? Er ist bereits so geschwächt, dass eine einfache Spritztour ihm nicht mehr helfen würde. Er müsste schon rasen. Rasen! Ah, Glottis. Habt ihr irgendein Fahrzeug hier, mit dem wir ihn wiederbeleben können? Nur die LKW, mit denen die Seelen angeliefert werden. Aber die sind lahm. So lahm. Wer seid ihr, Jungs? Wir sind Mechaniker. Genau wie er. Aber wir haben vorher noch nie einen von uns gesehen, der... so groß ist. Ich sehe mal, was ich machen kann. Beeil dich, denn er wird nicht mehr lange in dieser Welt verweilen. Na toll. Glottis, es tut mir leid. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du krank bist? Konnten nicht aufhören, müssen alle retten. Glottis. Tut es sehr weh, mein Freund? Nur weil ich dich hängen gelassen habe, Manny. Na, super. Kann ich dir etwas bringen? Wie kann ich dir bloß helfen? Ich muss heizen. Düsen wie in den guten alten Zeiten, Manny. In der Knochenschleuder. Aber die Knochenschleuder ist nicht hier, Kanal. Vielleicht sehe ich sie. Auf der anderen Seite. Können wir nicht einen neuen Wagen bauen? Diese Zeiten sind vorbei, Mann. Nie wieder Heiz. Hey, was ist denn das für ein rotes Ding da? Die Gondel? Ah, schicke Lackierung. Hör zu, Kumpels. Bringt mir einen Stift. Oh mein Gott. Das ist es. Mein letztes Werk. Es könnte mich retten. Wenn ihr den richtigen Treibstoff
Treibstoff. Was denn für Treibstoff, Glottis? Glottis! Ist es das hier, was er gezeichnet hat? Hey, kann ich die mal kurz sehen? Bitte, das ist etwas für Mechaniker. Sieht aus wie Entwürfe für einen Raketenschlitten. Die sind brillant. Yay. Yeah. Mitch, wir müssen zurück nach El Maro, um die Tickets zu holen. Oh, Glottis. Gut, schauen wir mal hier rein. Oh, immer schon alles mitnehmen, habe ich gemerkt. Ich hasse es, wenn Leute ihre schmutzigen Becher einfach rumstehen lassen. Okay. Das bringt uns jetzt was? Verdammt. Ich hasse es, wenn Leute ihre schmutzigen Becher einfach rumstehen lassen. Ich bin nicht eure Mutti. Da niemand meine letzte Warnung bezüglich der Reinhaltung des Kühlschrankes beachtet hat, sehe ich mich leider gezwungen, ihn abzuschließen, bis ihr erwachsen seid. Gezeichnet, ihr freundliches Wartungsteam. Okay. Es ist voller Lappen. Können wir da einen nehmen? Es kann nie schaden, einen sauberen Lappen dabei zu haben. Sag Hallo, Mr. Lappen. Hallo, Mr. Lappen. Oh, Scheiße. Hallo, Mr. Lappen. Verdammt. Also, da haben wir jetzt unseren dreckigen Becher dahingestellt. Ich werde nicht dafür bezahlt, die zu verschieben. Als ob du für alles bezahlt werden musst, Manny. Meine Gelenke müssen im Moment nicht geölt werden. Das hebe ich nicht auf. Wie unheimlich. Sie schließen ihre Werkzeuge ein. Genau wie Glottis. Wie unheimlich. Aber worin sollen die kleinen Mechaniker dann ihren Durst toasten? Können wir da vielleicht den Lappen reinmachen? Ein hübscher Lappen. Warum hat das ein nasses Geräusch gemacht? Das Glück der Welt liegt in warmen Lappen. Was? Können wir nicht irgendwie... Ich bin nicht in der Stimmung zum Staubwischen. Was machen wir mit dem Lappen? Können wir vielleicht ihn irgendwie mit dem Lappen was Gutes tun? Hier tupft seine Stirn damit ab. Er muss flitzen. Pfeif auf das Schwitzen. Entschuldigung. Ich bin nicht in der Stimmung zum Staubwischen. Wir brauchen irgendwie Sachen. Treibstoff oder irgendwas. Was haben wir denn hier noch drin? Ich bin nicht in der Stimmung zum Staubwischen. Ich bin nicht in der Stimmung zum Staubwischen. Ich bin nicht in der Stimmung zum Staubwischen. Ja, 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 Manny. Ich bin nicht in der Stimmung zum Staubwischen. Gut, dann pack ihn halt ein. Abgeschlossen. Das hebe ich nicht auf. Geht's dir noch gut? Ich könnte damit glatt den Hals brechen. Auf der Straße sind wir hergekommen. Verdammt. Das gibt's doch nicht. Was ist hier? Muss doch noch irgendwas Geht's sein. Geht's dir noch gut? Ich könnte mir auf der Treppe damit glatt den Hals brechen. Was können wir mit der dreckigen Tasse machen? Leider habe ich keinen Becher, den ich da aufhängen könnte. Können wir vielleicht irgendwas mit dem Becher machen?
Glottis, wach auf und sieh dir das an. Bringt nichts. Da stellt man doch keinen Becher ab. Gut. Das müssen wir doch... Aber was bringt uns das denn hier abzustellen? Ich hasse es, wenn Leute ihre schmutzigen Becher einfach rumstehen lassen. Das gibt's doch nicht. Ich werde nicht dafür bezahlt, die zu verschieben. Meine Gelenke müssen im Moment nicht geölt werden. Mann. Gut, dann würde ich aber auch sagen, machen wir hier fürs Erste eine Pause und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann hoffentlich hier irgendwie weiterkommen. Also dann, ciao, ciao.